direkt voraus. Versuchen wir heute mal nett zu sein, Leute. Sieh an. Edvens brutalster Captain will tatsächlich für seine Verbrechen büßen. Dieses Wesen ist fort. Jetzt bin ich frei. Einfach den Helm abzulegen, ändert nichts an der Person. Die Schnitter vergessen nicht, ältesten Kraxat. Komm schon. Ich sehe genau zwei Optionen. Wir verbünden uns und jagen die Ältesten von unserer Welt. Oder wir töten uns hier und jetzt. Die Wahl liegt bei Ihnen. Schlau fast. What the fuck? Das hat zuvor noch keiner geschafft. Es wird auch nie wieder jemand schaffen. What the fuck? Was zum Teufel ist das? Vox Prima, Attentäterin, unerbittlicher Tod, der meine Leute jagt. Schlechterin, befreiter Advent. Mein Volk kennt andere wie sie. Sie sind unsterblich. Advents Fluch für uns. Wir müssen unsere Kräfte vereinen, wenn wir irgendeine Chance gegen sie haben wollen. Versuchen Sie es doch. Okay, Kennen Ihre Schnitter not so funny. Ein solches Wesen? Sie sind vor Jahren aus dem Nichts aufgetaucht. Wenn sie nicht gewesen wären, hätten wir unsere Heimat längst zurück. Diese Arroganz, der Wille der Ältesten, erstreckt sich durch das ganze Universum. Ich bin nur eines ihrer Werkzeuge. Okay. Dann wollen wir mal. Bin unterwegs. Ich bin hier auf der Brücke, aber ich habe das Gefühl, dass ich hier oben nicht sicher bin. Bin dabei. Also. Oh. Muss nachladen. Dammit. Und du musst jetzt irgendwo hier runter. Nein, nicht zu einem Auto. Auf keinen Fall. Wechsle Position. Du kannst da in Deckung. Begebe mich zu dieser Position. Du kannst. Jetzt wird's schwer. Ich darf keine Autos als Deckung nehmen. Prater Mox kann hier in Deckung. Und da oben links steht es schon. Besiege die auserwählten Einheit. Was bedeutet, wir haben es hier mit einer dieser sogenannten Auserwählten zu tun. Ganz mieses Gesocks. Mit ziemlich krassen Fähigkeiten. Also die haben es richtig faustdick hinter den Ohren. Die sind vergleichbar mit den Alien-Königen. Frische Ziele. So. Da oben links bewegt sich was. Okay, da ist sie. So viele sind bereits gefallen. Attentäterin Jax Rai Mordana, Schattenhexe. Stärken, brutal. Angriffe reduzieren den Willen aller Soldaten innerhalb des Sichtbereichs. Schattenschritt, diese Auserwählte löst weder Feuerschutz noch Reflexschuss aus. Oh nein. Okay, Schwächen, spröde. Erleidet zusätzlichen Schaden durch Angriffe aus kurzer Distanz und Widersacher, Schnitter. Erleidet zusätzlichen Schaden durch Schnitter. Nice, gut, dass ich einen Schnitter dabei habe. Doch mein Werk ist noch nicht vollbracht. Oh Gott, nein, noch mehr Verlorene. Ich werde es schnell beenden. Okay. Es bringt also nichts, wenn ich in Feuerschutzmodus gehe. Sie ist noch in den Schatten. Nee, da steht ich.
Ich mache mich auf den Weg. Die Attentäterin hat sich jetzt irgendwo verschanzt. Ich rücke aus. Rücke aus. Ich weiß nicht, ob die Karre schon explodiert ist. Dann geht's erstmal nur dahin. Irgendjemand noch nicht bewegt? Ja, dich. Befehl bestätigt. So, dann kann ich versuchen, Leute ein zweites Mal zu bewegen. Beweg dich dahin. Ich gehe, wohin sie mich schicken. Siehst du sie? Nein. Okay, dann wird hier rüber verschoben. Bestätigt. Brücke aus. Du darfst auch hier. Bestätigt. Du darfst hier in die Deckung. Ja, weil wenn die einfach keinen Feuerschutz auslöst, dann brauche ich mich ja, wenn sie im Moment der einzige Gegner ist, auch nicht in Feuerschutz stellen. Das macht dann ja nur Sinn. So, jetzt bin ich gespannt. Auserwählten Aktion. Da kommt sie. Boah! Was zur Hölle? Blödes Vieh. Hat mich aus der Deckung gehauen und ich bin benommen. Und minus 3 Wille. Und bewegt sich nochmal. Alter. Was geht? Sobald ich ihren Soldaten mitgenommen habe, erwarten mich bestimmt jede Menge neue Informationen, Commander. Einer unserer Soldaten okay. ist benommen. Einer von uns muss dorthin und ihm wieder auf die Beine helfen, bevor dieses Ding näher rückt und angreift. Okay, benommene Soldaten wiederbeleben. Wenn ein Soldat durch einen auserwählten Angriff benommen ist, kann er aus diesem Zustand befreit werden, indem ein Verbündeter auf ein benachbartes Feld zieht und die kostenlose Fähigkeit Wiederbeleben nutzt. Wiederbelebte Einheiten können nach der Wiederbelebung desorientiert sein. Jesus. Okay. Stelle ich mich dahin. Verstanden. Das war ja eine miese Attacke. Nicht bewegen. Wiederbeleben. Das wird schon wieder. Oh, noch 2 Lebenspunkte. Fork. Sie sind wegen ihres Freundes hier. Eine ehrenhafte, aber närrische Entscheidung. So, dann gucken wir mal, wo Begebe sie ist. Mich zum Ziel. Ich kann ja wieder runter. Boah, nur 30%. Oh, das ändern wir mal. Mein liebes Fräulein. Das ist nicht drin. Nimm das! So, damit die anderen dich besser treffen. Hast du ja schon wieder einen Zug? Nein, hast du nicht. So, jetzt muss ich gucken. Dich sollte ich vielleicht zuletzt bewegen. Okay, Mr. Pratalmox. Da. In Bewegung. Der nächste. Kannst du irgendwie nach hier oben und irgendwas tun? Irgendwas Sinnvolles? Nein. Okay, kannst du dich dahin bewegen und naja, warte. Ich bewege dich mal hier hin. Vielleicht Position. Kannst du eine Granate nach oben schießen. Das wäre ja nice. Boah, nice. Du kannst eine Granate nach oben schießen. Das ist ja pretty geil. Ja, aber am liebsten wäre mir das so. Voll gut. Ich meine, es sind Auserwählte hier. Entschuldigung, ich meine Verlorene hier, aber das ist mir gerade so egal. So. Wie unbeholfen. Ja, du bleibst nicht dastehen. Die ganzen Wagen sind noch intakt, ne? Oh, ist das scheiße. Mein Leben liegt in ihren Händen. So, wen habe ich noch? So, jetzt kannst du nämlich hier hoch. Rücke zur Zielposition vor. Und darfst dann einmal. 72% gib ihm. Nice.
Ich hatte nicht erwartet, dass dieser Konflikt so anregend sein wird. Entschwindender Wind. Überrascht mich. Oh, jetzt hat die sich verzogen. Dass niemand überlebt. Jesus Christ. Das kann ich nicht dem Zufall überlassen. Die Schallwellen, die von dieser Kapsel ausgehen, verbreiten sich im gesamten Gebiet. Na toll. Ein verlorenen Schwarm erscheint. Ja, dann lass den verlorenen Schwarm doch erscheinen. Okay. Not so funny. Anders ausgedrückt hat das Ding gerade jeden einzelnen Verlorenen in der Stadt zum Essen gerufen. Eine treffende Einschätzung. Die gesamte verlorenen Biomasse scheint sich zu dieser Position zu bewegen. Das ist echt scheiße. Dann holen wir sie alle da raus, aber schnell. Firebrand ist unterwegs zu den Evakuierungskoordinaten. Wo ist die Zone? Okay, dich habe ich. Bitte dich auch noch. Ja, nice. Krieg noch ein. Ja, wäre ja pretty nice. Ja, nice. Ihre Verluste steigen. Ich brauche Munition. So, ich kann mir jetzt noch einen ranziehen. Für eine Nahkampfattacke. Mit diesem Enterhaken. Zack, nach oben. Und Klauenangriff. Nice. Das Ziel ist tot. Jetzt ist da vorne nämlich nur noch einer. Schon wieder ein Schwarm ganz nah. Oh nein, geh weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Fuck, er kommt ran. Die erste Analyse der Bewegungsmuster dieser Kreaturen zeigt eine fast koordinierte Angriffsstrategie. Vielleicht eine sind sie fast doch nicht so koordinierte hirnlos, Angriffsstrategie, alles klar. Eine faszinierende, wenn gleich auch erschreckende Möglichkeit. Oh, natürlich reicht das nicht. So, da hinten ist irgendwo der Evakuierungspunkt. Alles klar. So, hier ein. Ein Präzisionsschuss. Zack und weg. Okay. Erstmal Ruhe. Feuerschutz. So, dann wollen wir mal. Dass die Auserwählte sich verzogen hat, ist auch einfach mal richtig, richtig feige. Jawohl. So, ja, du musst nachladen. Ich werde mich bewegen. Ja, mach das. Ah, ich bewege dich mal okay, dahin. Biete Feuerschutz. So. Bestätigt. Überwachung läuft. Mache meine Nachladen. Waffe bereit. So, ich sollte Elena jetzt gleich mal. Da kommt noch mehr durch die Hütte. Ist sie immer noch disorientiert? Anscheinend. Das darf nicht wieder passieren. Wie viele dieser Kreaturen sind okay, denn noch jetzt in der ist Stadt? Es, jetzt ist es weg. Schickt seit Jahren Purifikator-Trupps in diese Städte. Aber irgendwie überleben sie immer. Sie gedeihen sogar. Wir wissen nicht wieso. Ich habe diese Magazine selbst gefüllt. Dann kannst du jetzt noch mal einen Schuss abgeben. Nice. Deine Freunde stoßen bald zu dir. Und kannst dann den Feuerschutz. Die Viecher schießen nicht auf mich, deswegen brauche ich mich hier nicht in Deckung zu bewegen. Mir entgeht nichts. Ich möchte mit so vielen Leuten wie möglich in Feuerschutz. Ich muss sagen, es spielt sich richtig, richtig, richtig lustig. Also es macht unglaublich viel Spaß, hier gegen diese Zombie-Horden vorzugehen. Gleichzeitig noch gegen irgendwelche Special-Advent-Einheiten zu kämpfen. Das ist schon eine unglaublich cool. Nee, du gehst nicht zu weit vor. Ich kann dich aber hier ungefähr gebrauchen. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Na los, zeigt euch. So, und du kannst so ein bisschen... mit deinen kostenlosen Schüssen nämlich verstanden. Die Speerspitze führen. Gebe Feuerschutz. Das habe ich mir nämlich gedacht. Das scheint eine ziemlich coole Sache zu sein, wenn die Verlorenen ankommen und
Naja, Pistolenschüsse kosten nichts. Dann kann man mit Scharfschützen einfach mal richtig coole Aktionen machen. Okay, das ging schon mal daneben. Da kommt der Pistolenfeuerschuss. Ja, das sind nur 2 Schaden. Hat aber noch mehr, genau. Dann next one, please. Daneben. Okay, Treffer. Dragunova noch. Okay, noch einer down. Nice. Okay, damit ist jetzt, glaube ich, alles an Feuerschutz einmal ausgelöst worden. Ich existierte noch nicht, als diese Stadt noch unversehrt war. Yep. Dennoch verabscheue ich, was mit diesem Ort geschah, mit diesen Leuten. Ich glaube ihnen. Oh, die scheinen sich langsam zu verstehen. Darf ich mich jetzt bewegen? Dankeschön. So, komme ich hier lang? Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang möchte, weil da wird ja der ganze Scheiß ausgelöst. Okay, einmal nach hier vorne. Einmal Feuer. Das war ein Hit. Mehr kann ich nicht sehen. Volk sagt, ich soll gehorchen. Ja, dann gehorche. So, mal gucken. Ja, der saß. Das unausweichliche Schicksal der Aliens. Zeichen zum Nachladen. Dann einmal nachladen. So, und der Rest kann, glaube ich, ein bisschen weiter vorrücken, oder? Ich versuch's mal mit Deckung. Vielleicht kommt ja noch was von Edwin. Aber die Verlorenen scheinen gerade erstmal. Bewege mich schnell. Erstmal aufgehalten zu sein. Bin unterwegs. Jam, jam, jam. Ich stehe da auf 3-4 Zombie-Leichen oder so. Ja. Noch ein Schwarm erscheint, oh Gott. Okay. Ja, der eine, der erste, der da um die Ecke linst, der ist tot. Oh mein fucking Gott, das sind einfach mal fucking viele. Hier drüben ist eine Tür. Bestätigt! Okay. Rück aus! Bestätigt! Überwachung läuft! Eins. Scheiße. Diesen Verlust wird niemand beklagen. Okay. Ich dachte, den ersten hätte ich nicht ausgeschaltet, aber ich brauche mehr Munition. Anscheinend doch. Gut, dann stellen wir uns mal hier hin. Unterwegs. Okay, ich sehe niemanden. Jetzt habe ich Wachdienst. So, wo ist eigentlich mein Arzt? Da. Du stellst dich bitte mal daneben. Und heilst sie bitte mal. Ich habe keinen Bock auf. Du siehst doch niemanden. Okay. So, Medikit-Heilung. Das war schon ein mieser Hit, den die Attentäterin da auf Outrider ausgeführt hat. Ein richtig mieser Hit. Ich bleib mal hier hinter stehen. Feuerschutz. Zielkoordinaten vor. Feuerschutz. Ich kenne Gebiet. So,
Dann bewegt euch mal. Nein! Oh, der, natürlich, der erste geht erstmal schon mal daneben. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Okay, Treffer. Das waren die zwei. Ich glaube, ich hatte noch einen Feuerschutz. Bin mir nicht sicher. Ja. Komm, treff, treff, treff. Yes. Feind ausgeschaltet. Ah, noch jemanden. Nice. Okay, sehr cool. Es sind, glaube ich, nur drei über. Ja. Keine Hits, keine Empfehle Hits. Weitere Verlorene in der Nähe des Evakuierungspunkts. Ich rate zur Vorsicht. Die Verlorenen scheinen unsere Strategie zu durchschauen. Die Ältesten wollen diese Allianz scheitern sehen. Doch es ist mehr nötig als ein paar Verlorene, so, dann um dies zu erreichen. Wollen wir mal schauen, ob das aufgeht. So, Numero uno. Nice. Ziel neutralisiert. Numero. Na, ich sehe nur noch einen. Shit. Shit. Ich muss jetzt nachladen. Ja, dann bewege ich mich erstmal weiter. Auf dem Weg. Das ist echt bescheuert, da jetzt stehen zu bleiben. Bin schon unterwegs. Feuer. Und befördert worden. So, dann. Ein Schuss, Schwarm ausgelöscht. Dann kannst du kaum noch Munition. Einmal weiter in diesen engen Gang. Begebe mich zu dieser Position. Und Feuerschutz. Und hier einmal genau dasselbe. Feuerschutz. Bestätigt. Dann stehen wir alle hier in diesem tollen Gang. Das ist eigentlich gar nicht so klug. Ich will einfach weiter Richtung Endzone. Okay, wie groß ist der Schwarm? Geht. Was? Wo kommt der denn her? Ich wollte gerade sagen, jetzt schieß nicht daneben, Fräulein. Das wäre echt peinlich gewesen. Firebrand ist in Position, aber die Evakuierungszone ist noch heißer, als wir dachten. Die Zeit läuft uns davon, Leute. Sagen Sie ihr, sie soll so lange wie möglich warten. Wir werden dort sein. Jetzt muss ich gucken, ob ich es mit allen rausschaffe. Wer ist denn der Letzte hier? Oh, scheiße. Weil das so eng ist. Okay, stell dich da hin. Ich stehe zu Ihren Diensten. Ich glaube, ich schaff's mit allen. Schon unterwegs! Ein langer Marsch. Ich glaube, ich schaff's wirklich mit einem. Bin schon dabei. Das wäre jetzt echt schade, wenn der Scharfschütze da hinten das nicht schafft. Ach nee, das ist gar nicht der Scharfschütze, sondern der Stürmer. Sporte los. Sonst noch irgendjemand ohne Fahrschein. Nice. Folgen! Forte!
Nein! Für deine Rückkehr, Verräter! Nein! Unsere neue Allianz mit diesen entlegenen Widerstandsfraktionen bietet eine verlockende Gelegenheit zur Untersuchung der vielfältigen Mittel, durch die sie all die Jahre überlebt haben. Okay, das war mal eine richtig krasse Aktion, das war eine richtig, richtig, richtig coole Mission, um die unterschiedlichen Widerstandsfraktionen, die Auserwählten, die Verlorenen, das mit den Präzisionsschüssen und einzuleiten. Das hat mal richtig, richtig, richtig Fun gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann schaut einfach weiter zu. Eine Verwundete, das ist Elena Dragunova alias Outrider. Die anderen alle fit dabei. Ich meine, vom Wille her nicht. Die sind ganz schön müde, aber alle eine Beförderung abgekriegt. Nice. Unsere Formen des Widerstands mögen sich unterscheiden, aber wir kämpfen für dieselbe Sache. Für die Welt, die wir einst kannten. Gemeinsam werden wir diese Besatzung beenden oder beim Versuch sterben. Die Widerstandsfraktionen gehen flexibler an die Ausbildung heran als herkömmliche Soldaten und lernen bei einer Beförderung meist mehrere neue Fähigkeiten. Sie passen sich an, um ihren Befehlen zu folgen, Commander. Okay, das bedeutet, wenn wir einen Schnitter, denn Elena Dragunova ist tatsächlich eine Einheit, die wir jetzt unser eigen nennen können, die wird uns zur Verfügung gestellt. Wenn sie eine Beförderung kriegt, kann man aus mehreren Sachen wählen. Man kann ihr auch mehrere Sachen geben. Das macht es zu stärkeren Einheiten sozusagen. Wir haben ja immer Fernzündung. Zünde einen Umgebungssprengsatz, sodass er den doppelten Schaden in einem doppelt so großen Wirkungsbereich verursacht. Enthüllt den Schnitter nicht. Und Blutspur. Schüsse verursachen plus 1 Schaden, wenn das Ziel in dieser Runde verwundet wurde. Sprengsätzen klingt eigentlich nice. Commander, jeder unserer Soldaten wird nach seinem Verständnis unserer Taktik und Fähigkeiten eingestuft. Diese Bewertung bezeichnen wir als Kampfintelligenz. Wegen ihrer einzigartigen Erfahrungen im Kampf erhalten unsere Fraktionssoldaten vom Widerstand in Abhängigkeit von ihrer Kampfintelligenz Zugriff auf neue Fähigkeiten. So. Das Ganze hat mit diesem neuen Skill oder halt mit diesem neuen Attribut Kampfintelligenz zu tun. Je besser ein Soldat ist, was die Kampfintelligenz angeht, desto besser kann er sich außerhalb seines Trees Fähigkeiten aneignen bzw. durch Sonderaktion Fähigkeiten erlangen. So, das hier kostet jetzt 10. Ich habe noch 5 XCOM-Punkte und einen von den Soldaten selber. Das heißt, das ist nicht mehr drin. So. Hier auf jeden Fall das Medi-Protokoll. Kampfintelligenz Genie. Nice. 12 Tage lang müde. Ja gut, das war aber auch eine richtig harte Mission. Und die Auserwählte war ja ein paar Mal da und macht ja -3 Willen bei allem und jedem und überhaupt und Tralafitti. Und ich gehe normalerweise beim Ranger immer auf den Klingenmeister. Immer. Dieses Mal versuche ich mir Schleicher ranzuzüchten, denn Schleichen macht tatsächlich unglaublich viel Sinn in diesem Spiel. Habe ich gelernt. So, Sprengschutz oder Zerfetzen? Zerfetzen also Rüstung runter oder Sprengschutz selber Rüstung plus 1 haben? Da nehme ich die offensive Variante. Es ist wichtig, Rüstung zerfetzen zu können. Und Distanzschutz oder Feuer erwidern. Wenn auf jemanden gefeuert wurde, also wenn auf dich gefeuert wurde, kannst du einmal pro Runde das Feuer erwidern oder Distanzschutz erlaubt Feuerschutz mit Truppsicht auszulösen. Ich glaube, das. So. Also, Elena ist ziemlich im Sack, 16 Tage verwundet. Lass uns mal gucken, wie sieht's aus? Mit wem bist du denn? Mit Jane Kelly. Du bist auch ganz gut mit Jane Kelly dabei.
Dann gucken wir mal bei Kelly selber. Ja, mit Boyd. McKay, auch mit Jane Kelly und... Auch mit Jane Kelly, oh Gott, alle lieben Jane Kelly. Oh Mann, es kann doch nur einen geben. Ja, keine Gegenstände geborgen, gut. Effiziente Ausführung und keine Verluste. Sie können die Schnitter jederzeit wieder anführen, Commander. Gute Arbeit. Alles klar, das sind 65 Informationen und Dr. Roy Gibson als Wissenschaftler für die Operation Verloren und Verlassen in Westamerika. Super klasse gelaufen eigentlich. Außer die Tatsache, dass da steht's. Geschwister zu erlangen, muss ich alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um an Informationen zu kommen. Da steht's. Soldat wurde gefangen genommen und deswegen ja, mache ich mir jetzt eigentlich Sorgen, weil das ist jemand von der neuen Fraktion gefangen genommen von Jaxray Mordena. Bei der Ausführung dieses Einsatzes wurde unser Soldat Pratal Mox von Jaxray Mordena gefangen genommen. Wir können mit einer zukünftigen verdeckten Aktion vielleicht herausfinden, wo er festgehalten wird. Ja, nice. Kann man den wieder befreien? Ja, geilo. Das ist ja cool. Okay. Die Widerstandsfraktionen können uns bei der Suche nach unserem gefangenen Soldaten helfen, wenn wir gemeinsame verdeckte Aktionen mit ihnen durchführen. Danke für das zusätzliche Personal zu meiner Unterstützung, Commander. Ich werde es sinnvoll einsetzen. Ja, da gibt's einmal einen Wissenschaftler für die XCOM. Richtig cool. Neun Soldaten erhalten. Corporal Elena Dragunova erwartet Befehle in der Waffenkammer. So. Was für eine unglaublich gute Auftaktmission für den Inhalt War of the Chosen für XCOM 2. Verloren und ja, jetzt habe ich den Missionsnamen sogar vergessen. Aber egal. Wahnsinnig gut. Die Auserwählte selber, die Attentäterin, die wir da getroffen haben, mal mega Skills. Die löst gar keine Reflexschüsse aus. Ich dachte zuerst, what the fuck? Aber gut, es gibt einen bewegungstechnisch halt mehr Spielraum. Mal gucken, wie man die kriegt. Dragunova sagte es schon, sie sind unsterblich. Gibt es nur eine? Gibt es mehrere? Man muss halt mal schauen, was da los ist. Auch das mit den Verlorenen generell, die Lost in den Städten, das ist eine unglaublich coole Idee, um sowas Altbackenes wie Zombies ins Spiel einzuführen, aber da so ein kleines Gore-Schieß-Fest draus zu machen. Gut, wie wir Pratal Mox da wieder aus den gegnerischen Fängen kriegen, das werden wir sehen. Wenn ihr Bock habt, das zu sehen, dann könnt ihr ein Abo dalassen und auch ein bisschen auf den Videos hier auf dem Kanal weiterschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch gute Unterhaltung. Euer Commander Zockershock. Ciao!